Hallo Leute, heute ist der 25.05.2020. Claudia war heute da. Es war ganz lustig und interessant. Wir haben über Angewohnheiten gesprochen und über Mauererfahrungen und allgemein über die Stunden, wie wir die einteilen. Und dass es nicht jeden Tag bis 18 Uhr geht, dass mir das zu viel wird. Es war einfach richtig, dass ich das offen anspreche. Und dafür haben wir jetzt auch eine Lösung gefunden. Ich werde 2 Tage von Mittag bis Abend bei ihr bleiben. Oder wir gehen einen Tag ins Kino. Wird sich noch ergeben, was am besten ist, und das werden wir dann machen, und da brauchen wir sowieso mehr Stunden. Und dann kommen wir mit den Stunden auch aus, wenn sie um 17 Uhr nach Hause geht. Nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag. Und so sollten wir auf die Stunden kommen. Und wenn es mir zu viel wird, dann werde ich ihr das sagen. Und dann geht sie früher nach Hause. Und das ist, glaube ich, die beste Lösung. Zumindest jetzt mal. Sie hat jetzt anscheinend eine Bewerbung von St. Pölten, wo sie vielleicht anfangen kann, womit sich dann die Stundenaufteilung sowieso nochmal ändert. Und sie nicht so viele Stunden bei mir machen muss. Aber das ergibt sich erst Mitte des Monats. Und dann wird man sehen. Ja, somit ist es auch geklärt. Und es war ein ganz interessanter Tag heute und auch ganz positiv, und wir hatten viel zu reden. Und das Wetter war ziemlich schlecht. Es hat fast die ganze Zeit geregnet und es war kalt. Aber wir waren kurz draußen. Gestern hatte ja mein Bruder Geburtstag. Heute sind meine Eltern noch drüben bei meinem Bruder gerade Torte essen, weil mein Vater ja gestern keine Torte bekommen hat. Probiert er die heute, weil was übergeblieben ist. Und mir geht's ganz gut. Ich bin jetzt den ersten Tag ohne Effektin, also noch keinen ganzen Tag, aber fast den ganzen Tag. Noch geht's mir ganz gut, aber so schnell wird man das nicht merken. Es ist ein Spiegelmedikament und wird langsam ausgeschlichen und wird circa einen Monat dauern, bis das ganze Effektin draußen ist. Und dann werde ich sehen, wie es mir geht. Oder beim Abbau des Effektins. Ich führe momentan auch wieder regelmäßig meinen Blog. Hatte heute ein Gespräch mit Kerstin und das war auch ganz positiv eigentlich. Sie hat mir nochmal Mut gemacht zur Absetzung des Effektins. Und dass ich momentan sowieso sehr selbstreflektiert bin. Und das merken würde, wenn es mir nicht gut geht. Und rechtzeitig wieder anfangen würde. Und sie hat mich nochmal in der Entscheidung bestärkt, es dieses Monat zu machen, anzufangen und das abzusetzen. Und nicht erst nächstes Monat, wie ich mir kurz vorher gedacht habe. Weil dann setze ich es nie ab. Es gibt immer einen Grund, warum ich es nicht absetzen soll. Oder ich finde immer einen Grund, warum ich es nicht absetzen soll. Und
Wenn ich es jetzt einfach mache, dann ist es erledigt und es gibt darüber keine Diskussion mehr und ja, es ist jetzt einfach die beste Entscheidung, wenn ich es jetzt absetze und nicht mehr länger warte. Ich hoffe, dass ich dann die nächsten Tage und Wochen munterer werde, wenn die Wirkung nachlässt. Und die letzten 2 Tage bin ich ja Punkt 8 eingeschlafen, wie wenn jemand einen Knopf drückt. Also wirklich so von einer Sekunde auf die andere, von Müdigkeit erschlagen. Und ich hoffe, dass es heute nicht passiert, obwohl ich es vermute, weil ich schon sehr müde bin. Und ja, es ist halt ziemlich schwierig, ein Video aufzunehmen und hochzuladen, wenn ich so müde bin. Aber noch geht's. Ich möchte auch noch was essen und trinken und meine Medikamente nehmen. Die letzten 2 Tage war es so, dass ich irgendwann um 9, halb 10 aufgewacht bin, am Abend oder nachts, und dann meine Medikamente nachgenommen habe und dann weiter geschlafen habe. Und mit dem Computer am Bauch, also mit dem Laptop am Bauch, eingeschlafen bin und Mühe und Not hatte, den wieder rauszulegen. Hoffentlich passiert das heute nicht. Aber naja, wenn, ist auch nicht so schlimm. Ich war heute in der Früh duschen, bin daher schon seit kurz vor 10 wach und bin daher noch mal müde, weil ich nicht zu lange geschlafen habe. Und ich wäre lieber am Abend duschen gegangen, aber ich hatte schon recht fettige Haare und das wollte ich Claudia nicht antun. Und morgen kommt Sonja. Und Entschuldigung. Das nächste Christoph-Gespräch habe ich am Donnerstag. Mit Kerstin rede ich am Mittwoch wieder. Gegen Mittag. Da bin ich am besten zu erreichen und das funktioniert ganz gut. Und ja, das ist wohl so meine Pflichttermine. Meinen Blog werde ich weiterhin bei blogger.com mal lassen und das mit der Homepage erst in 1, 2 Monaten angehen, wenn ich mehr gespart habe und die wichtigsten Ausgaben getätigt habe, die jetzt noch anstehen. Und wenn es erst September, Oktober wird mit der Homepage, ist es mir auch egal. Ich kann den Blog weiterführen, das ist das Wichtigste. Und der Rest ist nicht so wichtig. Also, ja. Na gut. Mehr habe ich eigentlich nicht zu erzählen. Entschuldigung für das viele Gähnen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag oder Abend, wann immer ihr das Video seht. Macht's gut. Ciao. Eure Ines.